Sie ist eine der berühmtesten Mezzosopranistinnen unserer Zeit. Sie hat unzählige Aufnahmen gemacht und dabei 2 Grammys gewonnen, den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Sie ist Richard Tucker Preisträgerin. Sie hat in den berühmtesten und wichtigsten Häusern der Welt gesungen und sie ist jetzt hier in Klagenfurt, um mit unseren Studenten an der Gustav Mahler Privatuniversität in Klagenfurt eine Masterclass zu gestalten. Jennifer Lamour zeichnet sich besonders durch ihre Brillanz im vokaltechnischen Können aus, durch ihren Willen und ihre Entschiedenheit zum Ausdruck. Sie hat eine besondere Entschiedenheit, was sehr wichtig ist für Sänger, und eine Balance zwischen künstlerischer Freiheit, Kreativität und Werktreue. Für unsere Studenten bedeutet das, so eine Sängerin mit diesem Welttop-Niveau hier zu haben, ein Schritt zur Professionalität und ist eine unglaubliche Motivation, um in den Beruf einzusteigen. Ich habe schon ganz viele Aufnahmen von ihr gehört und dann kam die Ausschreibung der Masterclass und plötzlich ist Jennifer da und wir dürfen mit ihr arbeiten. Wir dürfen mit einem Weltstar arbeiten, die wirklich schon an allen großen Bühnen gesungen hat und uns jetzt hier unterrichtet und sehr viel weitergibt ihres Wissens und uns auch sehr inspirierend, glaube ich, begleitet jetzt auf dem Weg, was Interpretation betrifft, was auch Technik betrifft. Sie geht sehr genau ins Detail. Yes, I'm very precise about how long the vowels need to be, how which words need to be more emphasized, because I feel that once they learn that, they can infuse it all with the character just in the right way. But if they don't know these precise details, then it doesn't work. You can try to coach them all you want about the character, the drama, the story, and everything. But if they don't have these little things taken care of, then they're going to not be able to do it the way it should be done. If you go on stage with a lot of questions, then that's all you have all the way through your performance. If you answer them all before you get on stage, then I think you're more able to concentrate on giving and communicating to the audience the music, the character, the whole story behind it, and then you get a better result.